Das Herz birgt ein Geheimnis, das größer ist als alle Geheimnisse der Menschheit. Die großen Weltreligionen und alten Mysterienschulen hatten in ihrem innersten Kern einen Herzraum. Und der war nur wenigen zugänglich. Einer dieser Eingeweihten nennt sich Herzlehrer. Und er ist in der Lage, mit seinen heilenden Worten und Klängen die Rückverbindung zum heilenden Selbst wiederherzustellen. Wer könnte anderes gemeint sein als der Wahl-Hawaiianer Thomas Young? Freuen Sie sich mit mir auf den Healing Flow, die Entdeckung der Heilkraft unserer Herzen. Jetzt bei Welt im Wandel TV. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, Aloha würde ich dann sagen, als Wahl-Hawaiianer, so wie ich anmoderiert wurde. Freut mich auch sehr. Was du da beschrieben hast, das hat ja eine extrem hohe Schwingung, dieses Zitat, das größte Geheimnis der Menschheit. Ich sehe es tatsächlich so. Wir versammeln uns heute um etwas, was seit 2000 Jahren immer wieder beschworen wurde, besungen wurde, in Meditation eingeladen wurde. Und das, was früher nur in den innersten Schulen zugänglich war, wird heute demokratisiert. Wir haben eine Demokratisierung inneren Wissens. Und die große Herausforderung ist, in all diesen Bewegungen nicht verloren zu gehen, auch in vielen spirituellen Bewegungen, sich nicht zu fragmentieren, sondern sich mit dem Herz einer Richtung, eines Weges maximal zu verbinden. Und auf diesem Feld habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe die Sätze geklaut auf deiner Homepage. Hast du aber nett umschrieben. Ich habe mir natürlich angeguckt, was du gerade wieder alles machst und Neues. Und ich fand diese Worte so schön. Und deswegen habe ich sie auch gewählt, weil ich das gespürt habe. Mhm. Es macht gleich irgendwie öffnet's, ne? Bist du ein Eingeweihter? Kann man das so sagen? Das klingt sehr hoch und sehr heilig. Und ich bin vorsichtig mit solchen Worten. Ich habe Einweihung erfahren. In dem Sinne bin ich ein Eingeweihter und habe Dinge erfahren, die weit über meine Person oder mein persönliches Fassungsvermögen hinausgehen. Gleichzeitig gebe ich Herzeinweihung schon seit 20 Jahren. Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, umfasse ich dieses Geheimnis der Geheimnisse komplett, würde ich es auf jeden Fall verneinen. Ich glaube, dass das Annäherungen sind an etwas, was uns zu diesem Zeitpunkt als Menschen wundern lässt, staunen lässt, etwas zu tun hat mit einer Art von Gott erleben, könnte man sagen, und an ganz existenzielle Fragen auch anknüpft. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir hier auf diesem Planeten? Was ist möglich, an Energie fassbar, fühlbar, spürbar werden zu lassen in dir? Und wie kommen wir da rein? Wir brauchen ja kraftvolle Eintrittstore. Wenn wir jetzt von dem Herzen sprechen, wir kennen ja alles dieses Symbol. Das ist ja ein Symbol, oder? Das sieht hier ja gar nicht so aus. Hier ist es ja irgendwie so durcheinander, Pumpe. Gleichwohl brauchen wir auf allen mystischen Wegen diese Eintrittstore. Das kann das Herz sein, das kann die Stille sein, das kann die Sonne sein, das kann der Lotus sein, um uns mit der Energie hinter diesem Symbol maximal zu verbinden. Und da haben die alten Weisheitsschulen kraftvolle Werkzeuge. Das, was Dr. Joe heute macht, Joe Dispenza, das finde ich ganz fantastisch, praktisch wissenschaftlich zu erklären, wie unser Gehirn, unser Herz zusammenhängt und wie wir dann mit erhöhten Emotionen neu schöpfen können, beziehungsweise aus einer Art Momenterleben heraus oder reinem Bewusstsein in Heilräume finden. Meine Person macht es von einem anderen Winkel aus, diese Bewegung. Es geht ja in diesen Manifestationsbewegungen darum, dass wir diesen Raum reinen Bewusstseins zu fassen bekommen. Und wir brauchen ein Verständnis darüber. Und gleichzeitig brauchen wir eben dieses Herzblut, diese Leidenschaft, diese erhöhte Emotion, um dort hineinzufinden. Und an diesem Punkt haben die mystischen Wege, die indigenen Völker, kraftvolle Werkzeuge, die erkunde ich, die erprobe ich gemeinsam mit Bewusstseinspionieren. Ich nenne meine Leute, die auf die Seminare kommen, ja nicht irgendwie Kunden oder Klienten oder Patienten oder sie wären zu therapieren. Nein, ich möchte Abenteurer haben,
Menschen, die an den Rändern der Erkenntnis wandeln. Ich bin auch so eine. Ja, bin dabei. Gerne. Und bereit sind, mit mir darüber hinaus zu springen. Es gibt so ein altes Wort, was ich einem dieser Retreats voranstelle. Das ist so ein Gedicht von Apollinaire. Kommt an den Rand, sagte er. An den Rand der Klippe. Nein, wir werden fallen. Kommt an den Rand, sagte er. Nein, wir werden fallen. Sie kam an den Rand, er stieß sie und sie flogen. Das ist so ein bisschen diese mystische Bewegung, die ich mir vorstelle im Ideal. Inwieweit schubst du denn die Teilnehmer oder die Pioniere, die zu dir kommen? Insoweit sie einen Ruf haben, diese Erfahrung zu wollen. Als Lehrer gehst du in einen resonanten Tanz mit der Seele des Gegenübers. Das heißt, du musst ein intuitives Vermögen haben, zu erfühlen, ob jemand, nur weil er sich angemeldet hat, wirklich in der Lage ist, springen zu wollen. Du führst ihn quasi in einen Schwellenraum, aber der Sprung, den er oder sie macht, ist immer freiwillig. Du stößt nicht in dem Sinne, sondern du führst bis an diese Klippe und dann soll er oder sie selbst entscheiden. Könntest du mich auch in dieser Sendung an so einen Schwellenraum bringen? Nein. Das geht nicht? Nein. Das braucht ein Seminar oder einen Tag oder Vorbereitung? Das braucht vielleicht sogar 10 oder 12 Tage. Es braucht mehrere Durchgehungen, okay, um an diesen Punkt zu kommen, wo du praktisch innerlich diesen Sprung machst, aus meiner Sicht. Aber könnte es auch sein, dass zwei Menschen sich begegnen und es auf einmal geschieht durch die Begegnung, weil beide geöffnet sind? Also du sprichst ja auf deiner Seite auch immer von, wir müssen empfänglich sein. Ja. Was meinst du genau mit dieser Empfänglichkeit? Ich sehe uns halt als Wesen, die geboren werden in ein Familiensystem hinein, konditioniert werden in ein soziales System, Vorerfahrungen als Seele haben und viele dieser Konditionen sind nicht unbedingt dem höchsten Seelenwachstum, der höchsten Entfaltung zuträglich, sondern sie engen ein. Das heißt, das muss erstmal aus dem Weg, das ganze Zeug. Wir müssen uns praktisch radikal von unserer Persönlichkeit, von dem, was wir meinen, was wir sind, befreien, es zur Seite schieben, um in diesen anderen Raum hineinzukommen. Wir brauchen diese Bewegung ins Spirituelle hinein, also die Überschreitung dessen, was du hier siehst, in einen anderen Raum, aus dem heraus wir dann aber wieder zurückkommen, das, was wir Seele nennen, Geist nennen, Spirit nennt, maximal hier hineinzubringen. Also meine Bewegung ist nicht, wir gehen raus und bleiben dort, sondern wir trainieren das Rausgehen, um erneuert hineinzugehen und um aus diesem Raum Heilung geschehen zu lassen. Inspiration, Lebensweg, Planung, Findung. Ich bin da sehr bodenständig, praktisch. Und wenn du jetzt sagst, wenn zwei Leute sich begegnen, um darauf zurückzukommen, das war ja die Frage. Ich glaube grundsätzlich, dass in Beziehung gehen in seiner Essenz was damit zu tun hat, dass etwas größer wird. Also wenn du einen Kuchen aufteilst, wird er ja kleiner. Aber wenn du Liebe teilst, wenn du Humor teilst, wenn du Freude teilst, wenn du Essenz teilst, wird es größer. Es vergrößert sich. Also das Wesen von in Beziehung gehen ist und teilen ist ja, dass mehr da ist. Und in dem Sinne, nein, in dem Sinne ist es ja so, dass wenn zwei Menschen sich begegnen oder zwei Energiefelder wirklich in Kontakt gehen, gehen natürlich Räume auf. Ja, ob die in dem Moment so aufgehen, dass man sagen kann, es findet eine Art, wie soll man sagen, Erweckungserlebnis statt, Rückerinnerung, möglich ist alles. Ich halte vieles für möglich. Ich halte grundsätzlich erstmal immer alles für möglich. Und gehe mit dieser Energie aus Freude, Optimismus, hoffnungsfroh durch Leben, weil ich glaube, dass das Lösungen anzieht. Und das können wir ja entscheiden. Du hast vorhin das Wort Emotionen benutzt. Wir sind ja alle irgendwie in gewissen Phasen manchmal unterwegs, wo sie uns überkommen. Und ich bin immer so vorsichtig, ja, ich habe ja auch eine dunkle Seite, muss ich, ne, dunkel, ich nenne es jetzt mal dunkel, ne, so. Ja. Aber die dann eben ungehalten ist und die, ich merke dann schon, da kommt die Beobachterin und sagt, oh, was machst du denn da gerade, eigentlich musst du den jetzt nicht noch draufsetzen, aber du merkst, du bist da gerade drin und, oh, ich will jetzt aber, jetzt will ich irgendwie noch einen loswerden und, ne, wir wissen das alle, wie sich das anfühlt, wenn, und dann schnürt sich das hier zusammen und du sitzt dann in einem Haus oder in der Wohnung mit einem Partner, der eine auf dem Balkon, der andere da.
Und wir sind nicht in der Lage, diese Emotionen, es ist wie, es sitzt fest. Ne? Ja. Dann komme ich in gar kein Herzgefühl mehr rein. Ja? In gar kein, was ist, ne? Wie kannst du Menschen erklären, die in solchen Situationen feststecken und dann reden wir von solchen Herzräumen? Ja? Was sollten die als erstes tun, um das erstmal wieder... Naja, das Herztraining oder die Herzräume, beziehungsweise das, was man das erwachte Herz nennt oder das Herzzentrum, meistern den Emotionalkörper. Das heißt, du lernst, während du so ein Gefühl hast, ich bin total wütend, ich bin zornig, der geht mir auf den Keks, ich weiß, irgendwas, was du sagen wolltest. dass du gleichzeitig das Herz anwesend hast. Mhm. Das ist wie eine doppelte Erfahrung, wenn du so willst. Und wenn du das trainierst, dann kannst du in der Tat dein Herz mit diesen Gefühlen in Verbindung bringen und kommst auch sehr schnell da raus. Ich habe Menschen auf einem Workshop gehabt, da habe ich so Übungen machen lassen, 2 Minuten Wut, dann ins Herz, 2 Minuten Traurigkeit, dann ins Herz. Einfach um den Wechsel zu trainieren. Mhm. Und da sagt eine Teilnehmerin, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir Jahrzehnte meines Lebens sparen können. Mhm. Sage ich, wie Jahrzehnte? Ja, wenn ich wütend bin, bin ich 14 Tage wütend. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, mein Mann und ich liebe den, der liebt mich auch. Wir gehen auf eine Party, wir fahren zurück. Nachts, da ist so ein Kätzchen am Straßenrand. Ich sage, pass auf, das Kätzchen, in dem Moment gibt er Gas. Und er kommt am Kätzchen vorbei, aber nicht an der Atmosphäre, die danach herrscht. Sie ist nur noch sauer, weil sie wollte, dass er bremst, er gibt Gas. Klassischer Konflikt, 1000 Mal wahrscheinlich in irgendwelchen Beziehungen. Und sie kommt da nicht raus. Aber das sind ja Dinge, die wir trainieren können. Die üben wir ja in den Kursen. Wir üben ja praktisch diesen Emotionalkörper, den wir brauchen, in der erhöhten Form, um Gedanken zu laden, also um Gedanken, die elektrisch sind, elektromagnetisch zu machen und ihnen Manifestationskraft zu geben. Das heißt, wir können nicht sagen, wir wollen nichts fühlen. Aber was ist fühlen? Also jetzt habe ich hier gerade einen Knoten auf der Zunge. Ja. Viele sagen, fühl das Gefühl, geh da richtig rein, und spüre, was da, wo sitzt es, wie fühlt sich's an? Ja, genau. Ist das der Weg, der erste Schritt, um zu sagen, okay, nicht wegschieben, reinfühlen? Immer reinfühlen, niemals verleugnen, aber du bist ja nicht dazu verpflichtet, es sozial auszuagieren. Du kannst ja auch sagen, du sitzt da wie Buddha, bist komplett wütend, könntest alles zerlegen und sagst, okay, ich bleib so lange hier sitzen mit dieser Wutwelle, bis sie durch ist. Ist auch eine Möglichkeit. Kennst du das auch noch? Hast du das auch noch? Oder ist das schon bei dir so, dass sobald du merkst, es setzt an, dass du schon... Nein, ich spüre auch natürlich, wie jeder andere Mensch, unterschiedliche Wellen. Wutwellen, Traurigkeit, Angst. Und dann setze ich mich hin und mache diese Arbeit, die ich ja lehre. Ich wäre ja bescheuert, wenn ich sie nicht machen würde. Und es ist eine Form von Training. Mhm. Uns wird ja nicht beigebracht in den Kindergärten, in den Schulen, an den Universitäten, wie herzzentrierte Körperarbeit aussieht. Uns wird auch nicht beigebracht, wie wir durch Kultivierung von Herzqualitäten wie Mitgefühl, Innate Harmony, innere Harmonie, Heilkraft, bedingungslose Liebe in einen anderen Tag hineinfinden oder wie wir uns überhaupt ausrichten für den Tag. Und grundsätzlich gilt, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist nun eine der ältesten, aber goldenen Regeln des Universums. Und wenn wir das wieder und wieder praktizieren, dann sind wir diesen emotionalen Feldern nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert. Mhm. Sondern wir können sie navigieren und können sie quasi in der Navigation auf eine andere Ebene heben. Das heißt, aus Wut wird Leidenschaft. Aus Angst wird positive Wachsamkeit in dieser Art. Also wir transformieren sozusagen die Energie oder nutzen sie letztendlich als positive Kraft, ne? Ja. Um nach vorn zu kommen oder weiterzukommen. Ich habe vorhin in der Einleitung gesagt, dass du durch deine heilenden Worte, also die Meditation, deine Klänge, Menschen hilfst, wieder in die Rückverbindung zu kommen, mit ihrem Healing Self, das heilende Selbst auf Deutsch, glaube ich. Ja. Was ist das genau in uns? Ist das das Herz? Na, das Herz ist die Brücke dort hinein. Ich sehe das Herz als so eine Art
wie nennt man das? Es gibt so einen Computerausdruck, so eine Art Link in diesen Bereich hinein. Es gibt eine Art Herzkanal in das hinein, was du Seele nennst oder das Healing Self. Und wenn jetzt die Quantenheiler, die Geistheiler, die Manifestationsschöpfungstheoretiker sagen, wir wollen in diesen Raum reinen Bewusstseins hinein. Warum wollen sie denn da hinein? Weil da oben es noch offen ist und nicht festgelegt, heil sozusagen. Es gibt einen Unsterblichen, einen heilen Teil der Seele. Jetzt ist die Frage, wenn ich rausgehen kann, sagen wir mal, ich habe ein Problem, ein physisches, kann die Schulter nicht bewegen, wie wird das heil? Wir trainieren praktisch, hinauszugehen oder, anderes Bild, zur Seite zu gehen, dass dieses Healing Self durchwirken kann, dass Seele anwesend wird. Jetzt sagen alle, wieso, meine Seele ist doch anwesend. Ja, stimmt auch, aber vielleicht geht es noch anwesender. Vielleicht geht es noch viel anwesender. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Meditationen oder Wege. Aber einen, den ich entwickelt habe, der heißt eben Healing Flow. Da geht es darum, dass wir als Persönlichkeit komplett zur Seite treten und diesen heilen Teil der Seele einsinken lassen und auch uns der Intelligenz dieser Seele, der höheren Weisheit hingeben. So nicht nach dem Motto, wenn ich jetzt denke, hier ist das Problem in der Schulter, ich kann sie nicht bewegen. Weil es da wehtut, genau. Weil es da wehtut, liegt es aber vielleicht an einem Wirbel in der Mitte oder an irgendetwas anderem, was ich gar nicht weiß, aber meine Seele weiß es. Und dirigiert diese Kräfte dorthin. Und das ist, macht mir sehr viel Freude, diese Kräfte einzuladen und dann auch zu schauen im Feedback, was damit passiert. Also du hinterfragst nicht, was ist der Grund, warum die wehtut, sondern du sagst, also wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich es gerne wiederholen, es ist wie auf einer anderen Seite oder auf einer feinstofflichen Ebene hat alles, was wir in der physischen Form sind, eine Entsprechung, die aber geil. Der war gut. Willkommen bei Sigmund Freud. Heil, ich glaube, das schneiden wir raus. Das hatte ich auch noch nicht. Oh Gott. Ist vielleicht bei deinem Healing Self auch anders als bei anderen. Okay. Heil. Das alles auf der anderen Seite heil ist, das wird der Best of, ich sag's dir, Thomas. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Und du sagst, dass das dann durchsickert oder reinkommt. Ja. Die ist durch. Moderatoren durch, wir können abbrechen. Nein, ich finde das toll. Meine Damen und Herren, ich übernehme das Gespräch. Haben Sie denn jetzt schon mal einen Moment erlebt, in dem Sie persönlich Heilung erfahren haben? Du. Vielleicht ist das gerade Heilung. Möglich. Also Humor ist auf jeden Fall... Das hast du gesagt, genau. Humor ist eine der größten Heilkräfte überhaupt. Ja. Wir gehen in diesen Reset, diesen Selbsterschütterungsmechanismus und werden dadurch heil. Wir können auch nicht denken in dem Moment, wo wir lachen. Also ich freue mich jetzt auf die nächste Frage. Ich mich auch. Stell du mir doch mal eine. Also du gehst nicht an die Themen selbst, sondern es geht um die Empfänglichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Und was passiert hier gerade, Thomas? Ich muss mich mal kurz sammeln. Kannst du mir sagen, was gerade... Du bist für mich ein Mysterium. Ich kann dir das nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich gehe nicht an Themen in diesem besonderen Heilweg. Ich folge natürlich unterschiedlichen Heilpfaden. Es gibt Heilwege, wo wir genau schauen, was ist denn das Symptom? Was ist das Thema? Und darüber lösen wir auf. Dann gibt es Heilwege, wo wir mit kraftvollen Healing Templates, Images arbeiten. Mhm. Ich stelle mir den heilen Teil vor. Ich stelle mir den so intensiv vor, nehme die Meditation in eine erhöhte Schwingung und zack, der Körper zieht nach. Gebe die geistige Vorgabe, Körper zieht nach. Oder ich gehe ganz zur Seite und überlasse meiner Seele die Heilbewegung. Das sind unterschiedliche Heilwege, die funktionieren alle. Mhm. Und es geht auch nie darum, die gegeneinander zu spielen. Du kannst halt nicht sagen, wenn du jetzt einen Weg machst, wo du zur Seite treten willst, dann musst du das Symptom wissen. Das funktioniert nicht. Dann musst du halt zur Seite treten. Mhm. Auf einem Weg, wo es um das Symptom geht, kannst du nicht zur Seite treten, dann musst du alles wissen und darüber, über diese Erkenntnis auflösen.
Und das Schöne ist ja, wir können heute diese Wege erkunden. Wir können Übungen machen und wir können ja alles lernen. Wir können ja Hands-on-Healing lernen. Also es gibt so viele Wege und wir müssen uns die Freiheit nehmen, die alle zu erkunden. Wir leben im Prinzip in einer wunderbaren Welt, wo wir alles, was im Wandel ist, und Heilung ist ja ein Wandelprozess von einem Zustand, der dysfunktional ist, in einen, der funktional ist. Und da müssen wir uns die Wandelwerkzeuge anschauen. Die wissenschaftlichen, die spirituellen, auch die individuellen. Du hast gerade das Stichwort Spiritualität. Es gibt viele Spirituelle oder die meinen, sie sind spirituell, haben wirklich auch Öffnung zur geistigen Welt. Aber irgendwie kommt es dann manchmal so vor, dass sie doch mit dem Kellerbewusstsein noch nicht so in Berührung kommen. Ne? Also die Emotionen sind so unterdrückt und verschüttet und du spürst, dass da immer so Doppelsignale kommen oder dass da irgendwas brodelt. Das irritiert mich dann manchmal ein bisschen. Ne? Kennst du das auch in deinen Seminaren, dass solche Menschen dann irgendwie aufbrechen? Oder ist das, also die sagen zwar, ich bin in der Liebe, und ne, aber in Wirklichkeit sind sie noch nicht in der erfahrbaren Liebe. Erlebst du das auch? Ja, natürlich erlebe ich das. Ich benenne es nur anders. Also ich mache in vielen längeren Retreats drei Grundbewegungen, die wir in den Mystery School Teachings oder in den Herzlehren grundsätzlich machen. Und die allererste ist die in die Tiefe. Also in das, was du beschrieben hast, in den Schatten hinein, in das, was unbewusst ist. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 15% Bewusstsein haben und 85% unbewusst, ist das natürlich der Riesenteil, aus dem heraus sich unser Alltag choreografiert. Das heißt, wir sind von Mustern durchwebt, durchwirkt, von Energien auch bestimmt und choreografiert, die aus diesem Unbewussten kommen oder aus dem Schatten. Für mich ist Schatten erstmal nicht negativ. Es ist einfach nur etwas, was ich nicht sehe. Und dem müssen wir uns natürlich hinwenden. Und das ist die erste Bewegung. Ich muss in der Lage sein, in die Tiefe zu gehen. Finde das Herz in der Tiefe. In allem, was dunkel ist. Finde dein Herz in der Dunkelheit. Wenn du dich diese Bewegung nicht traust, dann bist du letztendlich angstdefiniert. Und dann entsteht so etwas wie das, was du beschrieben hast. Dann illusionierst du dich hinein in Scheinhimmel, auch, ne? In Scheinhimmel von Liebe und hast praktisch das Homework oder das Groundwork nicht gemacht. Das heißt, in die Tiefe, in die Höhe, ins Leben. Das ist so eine Dreierbewegung. Jeder dieser Bereiche ist notwendig. Wir müssen uns die Tiefe trauen, also wir müssen hinschauen, hinfühlen, das wahrnehmen, was ist. Ich mache ja auch viel Traumarbeit und ich liebe Traumarbeit. Wenn jetzt irgendjemand bei mir auf einem Retreat ist, 7 Uhr morgens sitze ich auf einem Cliff oder in einem Seminarraum, was ist in der Nacht passiert? Was ist hochgekommen? Und da hast du natürlich ein wunderbares Feld, all diese Themen. Wie du fragst, das fällt ab? Oder? Nee, die träumen ja die Nacht. Jeder Teilnehmer träumt und schreibt sich die Träume auf. Ach so, okay. Und ich mache mit denen Dreamwork, die Kunst der Traumschau. Und da habe ich ja dann dieses ganze Feld sozusagen direkt. Du träumst ja am Zensor des Verstandes vorbei. Und da kommen ja dann die ganzen bedürftigen Themen, die Gewaltthemen. Mord, Totschlag, Sex, Gift und Galle, alles, was weggedrückt ist, wird ja hochgeträumt. Und diese Arbeit ist für das Ego kaum machbar. Das Ego kann das, was im Schatten liegt, nicht integrieren. Das ist auf die Tagespersönlichkeit ist dem, was da gegenüber liegt, auf ewig polar gegenübergestellt. Es braucht einen dritten Raum, den C.G. Jung das Selbst nennt und ich das Herz nenne. Und wenn wir das trainieren, ist das der aus dem Herzen heraus sozusagen dieses Material zu nehmen, wo jemand plötzlich, der ganz lieb ist, vergewaltigt oder was weiß ich, also irgendwas, was dem völlig entgegensteht, dann kannst du diese mystische Bewegung machen, zu sagen, ich bin das Gute, das Böse und das Hässliche. Ich bin das alles, aber ich bin noch viel mehr darüber hinaus. Ich bin noch das Herz dahinter und ich bin nicht verpflichtet, einen dieser Teile auszuleben, aber ich kann die alle anerkennen in mir. Und wenn das passiert, diese Anerkenntnis dessen, was ist, dann findet eine befreiende Bewegung, so wie fast wie so ein der frische Wind neuen Geistes kommt ins System.
statt. Und spirituelle Souveränität heißt ja letztendlich, dass wir Wahlfreiheit haben. Ich fühle Wut, aber ich kann wählen. Drücke ich jetzt mich leidenschaftlich aus, weil ich Stellung beziehen möchte, oder gehe ich damit in den Wald, bin erstmal für mich, oder ich habe einen Teilnehmer gehabt, der kommt auf ein Jahrestraining, der hat einen hochroten Kopf, total durchgeschwitzt. Yoga-Lehrer, Friedensbotschafter, Peaceworker, was weiß ich. Sag ich, du, was ist denn mit dir los? Sagte ich, ja, ich fahre über die Alpen, wie häufig, und meine 88-jährige Mutter ruft mich an, sagt einen Satz und ich gehe steil. Und der schreit sein Auto zusammen. Der schreit eine Stunde lang sein Auto zusammen, weil ich sich nicht mehr gefasst kriege. Das sind dann natürlich irgendwo Sternstunden. Ich finde sowas amüsant. Gleichzeitig aber auch verstehbar, nachvollziehbar. Und glaube, dass wir, wenn wir das trainieren, die Wahl haben. Nicht im Sinne einer Verleugnung, sondern im Sinne einer Transformation. Aber wenn jemand schon so viel tut, ne, das meine ich vorhin, das ist ja dann doch eine Identifikation, die man mit einer Rolle hat. Ja. Das heißt, ich bin dann der Heiler und der Arzt oder der Lehrer oder wie auch immer. Und in dem Moment ist ja die Basis, ne? Also ich sage mal, es ist ja kein wirkliches Fundament dann. Und das merken Sie in solchen Momenten. Erkenne ich denn als normal, Otto Normalo, wenn ich jetzt sage, ich möchte zu jemand gehen, ob das wirklich eine Rolle ist? Weil ich meine, wir predigen natürlich irgendwie alle, was unser Thema ist, ne? Oder was wir noch lernen. Aber wie kann ich denn sowas merken? Weil die sind ja wirklich gut in ihren Rollen auch, ne? Und glauben es auch selbst und sind sogar der Meinung, dass sie diese Themen gar nicht mehr haben. Du kannst ja nur bei dir selbst ansetzen und jetzt nicht bei jemand anderem. Mhm. Das heißt, wenn deine Reise der Selbsterkenntnis könnte sein, jedes Mal, wenn ich reagiere auf etwas, bin ich in der Projektion. Mhm. Jedes Mal, wenn ich reagiere und den Pförtner, den Kellner, den, der sozusagen ein Versprechen gebrochen hat, irgendwas, oder nicht so will, wie ich das will, bin ich sozusagen im Ego. Und wenn ich es lerne und trainiere, diese Projektion zu mir zu nehmen und zu sagen, das bin ich auch, es gibt auch einen Teil in mir, der so ist, der kleinkariert ist oder bedürftig ist oder sich nicht an Absprachen hält oder, dann wird es doch spannend. Aber wir müssen lernen, Projektionen zurückzunehmen. Das ist reiner Energieverlust. Mhm. Und wir müssen auch lernen, praktisch auch nicht auf den Balkons zu tanzen. Natürlich geht es darum, die Gefühle zu fühlen, und auch temperamentvoll zu sein und leidenschaftlich zu leben, ja. Mhm. Aber mit dem Herzen simultan, gleichzeitig, im gleichen Moment anwesend. Und das vergessen viele. Kann man das sich so vorstellen, dass während ich jetzt mit dir spreche, immer ein Teil wie bei mir drin lasse und mich darauf gleichzeitig dir zuhöre und doch gleichzeitig spüre, was es im Innern mit mir macht? Ist das damit gemeint, dass ich dadurch bei mir zentriert bleibe? Ja, das ist eine Form davon. Also zentriert zu bleiben oder zu beobachten. Oder zu eine erweiterte auch, ne? Form wäre, während du zuhörst, liebevoll zuzuhören. Also eine Liebesstrahlung auszusenden oder eine Klarheitsstrahlung oder deinen Wahrheitskanal maximal anwesend zu halten. Also so wie du das möchtest. Es geht darum, dass wir trainieren, doppelt zu schauen. Wirklich doppelt zu schauen auf Menschen. Wenn in unserer heutigen Welt, auch in der politischen Landschaft oder in den Arenen, wird es ja immer extremer und zugespitzter und immer weniger Respekt für das Gegenüber. Respekt ist ja ein lateinisches Wort. Das heißt respicare. Zweimal schauen, nochmal schauen, dahinter schauen. Also einmal auf das, was einen aufregt. Und dann den zweiten Blick aus dem Herzen. Und du nennst es auch das dritte Auge, ne? Du hast ja auch so Seminare, wo das dritte Auge geöffnet wird. Ja, habe ich. Ist das der direkte Zugang zum Herzen? Kann man das so sagen, wenn man mit diesem Auge noch dazu schaut? Ich sehe es als verbunden. Ich gebe Herzeinweihung zunächst mal als Fundament und Grundlage, weil man dort sich in der Liebe und in diesem Seelenkontakt verankert, und mache das Training zum dritten Auge danach. Sozusagen erst die Grundlage im Herzen
dann diese Bereiche. Weil diese Bereiche, wenn die sich nicht verbinden mit einer Liebesfrequenz, unmenschlich sein können, kühl sein können. Du schaust ja komplett neutral. Das kann auch inhuman sein. Es kann missbraucht werden, wenn du nicht klar ausgerichtet bist. Wenn sich sozusagen diese Kräfte mit dem Ego verbinden und nicht mit der Seele oder dem Herzen. Und das sehe ich recht kritisch. Intuition ist wichtig. Es ist ein kraftvolles Werkzeug, aber wir müssen es mit dem Herzen verbinden. Kann sich das dann wieder schließen? Ja. Ich sehe das so, dass wenn Menschen ihren Inspirationen folgen, geht es auf. Sie folgen nochmal, es geht weiter auf. Sie folgen nicht, es geht wieder zu. Sie machen aus Angst zu, es geht weiter zu. Wir haben ja dieses Phänomen, dieses Kind kommt auf die Welt, ist ein Angsttraum oder irgendwas, was sie sehen. Sie sehen vielleicht Geister von Verstorbenen, kriegen Angst, machen zu. Klar kann es sich wieder schließen. Kann aber auch jederzeit wieder geöffnet werden. Das ist wie ein Muskel, den wir trainieren. Wenn ich ihn nicht trainiere, wird er schlaff. Wenn ich ihn trainiere, ist er stark. Also ich merke, während ich mit dir kommuniziere, dass wir auf mehreren Ebenen gerade anwesend sind oder da sind. Also ich spüre, dass es mir in manchen Momenten nicht schwerfällt. Das kann ich so nicht sagen. Ich höre dir zwar zu, aber ein Teil von mir sendet auch auf und empfängt auf einer anderen Ebene und ich bin irgendwie dazwischen. Also es pendelt so ein bisschen. Und da wirkt man manchmal so, als würde man so abwesend sein oder was nicht so richtig verstehen. Und dann hörst du wieder ein Wort und es zündet. Das ist wie so eine Art, es ist tanzend, ne? Aber es ist eine neue Form. Und ich merke, wie ich manchmal am liebsten nur fühlen will, weil das hier aus... Das ist natürlich schwer als Interviewerin. Ja, das ist ganz schwierig, wenn man so in dem Feld arbeitet und so eine Gespräche führt und sich dann nicht drauf einlässt. Dann kann man im Kopf bleiben. Ja, genau. Das ist im Prinzip in dieser Situation... sagen wir mal, für dich schwierig. Wenn wir jetzt in einem Seminar wären, könntest du dich einfach entspannen und dann würden bestimmte Worte oder auch Nicht-Worte dich berühren. Das ist ja dieses Phänomen der Induktion. Das heißt, manchmal ist es die Nicht-Sprache eines Teachings, die jemand berührt. Du sitzt ja in einem Energiefeld. Wenn jetzt jemand, wenn hier lauter Violinen sind und jemand spielt Kammerton A auf einer Violine, dann klingt bei allen anderen Violinen diese Seite sanft mit. Wenn jemand eine bestimmte meditative Frequenz hält und einfach nur spricht, dann schwingt etwas mit. Das heißt, es ist manchmal die Nichtsprache eines Teachings, die jemanden berührt. Und ich habe das selbst auch an mir festgestellt, als ich mit meinem Lehrer gearbeitet habe, Bruce Joy, vor 25 Jahren. Den habe ich einmal im Jahr für 3-4 Tage besucht. Da habe ich mir das ganze Jahr über so in so einer schwarzen Klatte 1000 Fragen ans Universum aufgeschrieben, weil der einen so extrem brillanten, weiten Geist hatte. Ich dachte, das stelle ich dem alles. Den werde ich löchern in den 3 Tagen. Dann komme ich dahin in dieses Energiefeld. Und keine Frage mehr? Keine Frage mehr. Gar keine. Aber genau das ist, gar keine Frage zu haben, ne? Und die Antwort, ja. Ja. Aber das ist, du hast eben gesagt, dass das schwierig ist. Wenn ich aber in einer Rolle der Moderatorin bleibe, dann ist es schwierig. Ja. Aber lasse ich mich wirklich als Mensch ein auf das, was hier passiert, bestimme ich ja oder beeinflusse ich ja letztendlich das Gespräch und den Inhalt und die Frequenz mit durch meine Fragen. Bin ich im Kopf? Ja. Wirst du auch irgendwo wahrscheinlich in irgendeiner Form den Kopf bedienen, ja? Mhm. Aber wir kommen gar nicht auf diese Ebenen und ich glaube, dass das eben auch nur die Zuschauer auch dann erreichen kann auf einer Ebene, die wir vielleicht gerade... Das ist durchaus möglich, ja. Das macht es gerade so besonders. So, das hatten wir schon mal, glaube ich. Ne? Ja, nur es gibt eben für alles eine Zeit. Ein Interview, da geht es primär natürlich auch um Energie und Spüren. Was ist das für ein Mensch? Wie wird der, ist der nahbar? Wie erklärt er sich? Wie kann ich den fühlen? Aber es ist ja nicht das Gleiche, wie jetzt eine tiefe Meditation zu machen. Oder in einem Seminar eine Übung oder eine 10-Tages-Durchgehung, dann landen wir natürlich in anderen Erfahrungsräumen. Na gut, wir reden über Herzräume, ne? Und was ist das Herz, ohne dass wir diese Ebenen aufschließen und es fühlen, ne? Aber ich würde jetzt noch mal gerne in die Kopfebene rutschen und ich habe hier so ein tolles Buch. Das ist seit wann auf dem Markt? Willkommen im Herzen.
Ganz, ganz neu, ne? Frisch aus dem Druck. Es ist Neuauflage unseres Bestsellers. Es gibt es in der Urform seit 2006, dann ist es 2 Jahre vergriffen gewesen und jetzt haben wir es neu rausgebracht. Es ist meine Lebensgeschichte, wie ich praktisch meine Reise als Thomas in das, was ich heute mache, als Herzlehrer. Mhm. Begegnung mit Schamanen, Heilern, Mystikern, Lebensentscheidungen. Und gleichzeitig wird aber immer wieder diese Verbindung zum Leser hergestellt. Es gibt viele Impulse. Es gibt Fragen nach jedem Kapitel an den Leser. So eine Art Herzensanker. So eine Art Workbook auch, dass man die für sich... Ja, genau. Und es ist ein sehr interaktives Buch. Ich hätte eine Frage dazu. Warum lesen viele so ein Buch und sagen, ach ja, die Frage mache ich später und ich blätter da jetzt erstmal durch, ne? Man kann es wirklich 5-mal sagen, nimm doch einen Stift, bearbeite es durch, weil dann schreibt man ja sein eigenes Buch. Mhm. Ne? Warum fällt es so schwer, manchmal diese Fragen dann einfach bewusst zu beantworten? Dann will man es ja eigentlich nicht wirklich wissen, oder? Ich glaube, dass wir heute eine ganz große Herausforderung haben in unserer Gesellschaft. Das ist Informationsüberflutung. Und wir wischen auf diesen Handys und da ist Instagram, da ist Tweet, da ist Facebook, da ist das TV, da ist die Zeitung. Und wir sind nur noch so am Informationsflackern. Viele Menschen lesen ja gar nicht mehr. Und wenn sie lesen, dann sollen sie auch noch Fragen beantworten, so ungefähr. Das heißt, da brauche ich ja wirklich ein Commitment. Ich brauche einen Ruf, dass ich irgendwie über mich selbst hinaus wachsen möchte. Und wenn ich den habe, dann mache ich alles Mögliche. Dann nehme ich mir auch Zeit, Fragen zu beantworten. Dann schreibe ich meine Träume auf. Dann mache ich eine Innenbewegung, weil es mir wichtig ist, etwas zu erfahren, was über diese äußeren Informationen, die heute da sind, morgen halb da und am dritten Tag schon wieder vergessen, dann begebe ich mich auch in einen Rahmen, wo ich nicht nur Lektüre habe. Lektüre ist ja immer auch das Erleben von jemand anderem, mit dem ich mich verbinde, sondern wo ich Selbsterfahrungen machen kann. Mit mir. Das ist ja meine große Leidenschaft. Ich mache seit 20 Jahren Seminare. Meine Leidenschaft ist ja gar nicht mal das Schreiben, sondern live, direkt mit anderen Menschen Räume kreieren, in denen Dinge möglich sind, die sonst vielleicht auch möglich sind, aber nur sehr, sehr schwer. Weil dieses Erzeugen von Gruppenfeldern, da liegt ein so großer Segen drauf, weil sich eben der individuelle Ruf der Anwesenden verbindet. Und das ist ein bisschen so wie in dem Bibelwort von Jesus, wo man sagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, werde ich unter ihnen sein. Ja, wenn 20 oder 30 oder 2 oder 300 oder 2 oder 3000 zusammen sind, dann potenziert sich das natürlich. Und dann können wir so kraftvoll in uns selbst, in unsere Herzen hineinfinden oder das, was wir Seele nennen, spüren, wie sonst eben auch, aber nur sehr schwer. Was macht das mit dir persönlich? Also diese Rockstars, die auf der Bühne stehen oder so, ne? Die haben ja auch so ein, wenn da das ganze Publikum mitgeht in der Musik oder so, ne? Was macht's mit dir persönlich, wenn du den Raum dann betrittst, wo da 1000 Menschen mit dir zusammen meditieren? Na, mich macht's in erster Linie demütig. Also ich habe da nicht dieses Rockstar-Bewusstsein. Ich sehe mich als Katalysator, als Werkzeug. Mhm. Ich arbeite mit 2 Menschen genauso wie mit 2000. Also das, mir geht's um die innere Bewegung dabei. Und diese Herzarbeit, die ich seit 20 Jahren mache, da stellt man sich immer so vor. Das ist so ein schönes Klischee. Da gehst du auf die Bühne und dann zündest du da das Feuerwerk. Aber ich habe gelernt, so unterschiedliche Bewegungen ins Herz zu machen, die ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können. Ich sage Herzwochenenden an. Gut, dann verbindet man sich um das Thema der Herzöffnung. Okay. Mhm. Aber dann organisiert das Universum das so, dass die sich um Unterthemen versammeln. Da kommen alle Leute, die Selbstmord in der Familie haben, auf ein Wochenende. Mhm. Das, ja, ja, so, richtig. Dann muss ich von dort den Schlüssel finden ins Herz. Mhm. Oder es kommen alle Leute, die channeln. Dann muss ich die sanft von dort ins Herz bitten. Oder es kommen da Leute im Hochsommer, die haben lange Kleidung. Ich denke, was ist mit denen los? Mhm. Hautkrankheiten.
Da muss ich von dort den Weg ins Herz finden. Das heißt, ich habe im Laufe dieser zwei Jahrzehnte so viele unterschiedliche Bewegungen in mir nachvollziehen müssen. Ich muss immer in mir den Platz suchen, der Depression, des Selbstmordes, der Hautkrankheit, dies, das, jenes. Und von dort den Schlüssel finden. Ich bin im Prinzip die ganze Zeit am Sammeln von Schlüsseln. Und eine, sagen wir mal, Großveranstaltung, das ist für mich einfach ein weiterer Schlüssel, wie man mit vielen Menschen eine ähnliche Energie, die du in einem anderen Rahmen hältst, aufrechterhält. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe gerade, da stand was mit einem Eichhörnchen. Magst du kurz sagen, was anreißen? Was hat ein Eichhörnchen in deinem Buch zu suchen? Gab es da ein Zeichen von einem Eichhörnchen? Das Eichhörnchen ist mein Lehrer. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt, auch hier. Ich bin von meinem Lehrer Bru Joy in Arizona in einem Retreat aufgefordert worden, in die Wüste zu gehen, um mir einen Lehrer zu suchen. Ich habe den angeschaut wie ein Auto und gesagt, wieso, du bist doch mein Lehrer. Sagt er, geh in die Wüste, such dir einen Lehrer, such dir ein Sandkorn, den Wind, die Sterne, die Nacht. Schau, ob etwas zu dir spricht, wenn du, Thomas, als Erster in Verbindung gehst. Da denke ich, naja, der hat gut reden. Der kann das alles mit diesen Sachen in Verbindung gehen. Dann gehe ich halt in die Wüste. Und da passiert gar nichts. Ich sitze da taglang auf so einer alten Indianerruine, Feather Mountain. Nichts passiert. Zwei Adler kreisen, aber es passiert nichts. Dann zweiter Tag, wieder das Gleiche. Es passiert nichts. Dritter Tag, bin dehydriert. Ich denke, okay, mit mir redet halt keiner. Ist auch okay. Kann ich mit leben. Dann sehe ich am Fuße dieses Berges zwei Eichhörnchen spielen und denke, na gut, vielleicht sind das ja meine Lehrer. Bin berührt. Und dann beschließe ich zu bleiben, sende einen Gedanken nach unten und mein Gedanke ist ganz einfach, ganz simpel, Eichhörnchen, wenn du mein Lehrer bist, dann zeig es mir. Dann hält eines der Eichhörnchen inne, schaut nach oben und ich denke, na gut, also es schaut halt nach oben. Bin jetzt man nicht, will sich das dann so wegerklären, ne? Oder bin noch nicht geneigt, das als Beweis gelten zu lassen. Dann läuft es nach oben. Lässt seinen Spielkumpan da stehen, kommt mir immer näher und dann werde ich immer ruhiger und denke, jetzt wird es aber unheimlich, so ungefähr. Es kommt immer näher, dann setzt es sich einen Meter vor mir auf den Stein und schaut mir in die Augen. Eichhörnchen, wenn du mein Lehrer bist, dann zeig es mir. Und dann nickt es. Und ich dachte, das gibt's doch nicht so ungefähr. Und ich bewege mich gar nicht, dann nickt es ein zweites Mal, bleibt da vielleicht zwei Minuten sitzen, dann rennt es weg. Dann denke ich, okay. Jetzt ist Eichhörnchen mein Lehrer. Ich bin total berührt von diesem Moment, weiß aber nicht, was ich damit anfangen soll. Dann passiert Folgendes. In den nächsten beiden Wochen zeigen mir die Eichhörnchen, die es da gab, ich habe überhaupt keins gesehen, wo sie ihre Nester haben, wo sie wohnen. Ich sehe 40, 50, 60 Eichhörnchen. So viel wie in den ganzen 33 Jahren davor noch nicht. Ja, ja, ja. Und sie kommen von links, von rechts, sie küssen sich von meinem Auto. Das ist abgefahren. 9 Monate später gehe ich spazieren in Asiloma am Pazifikstrand. Neben mir eine indianische Medizinfrau, 2, 3 Leute. Dann kommt so ein großes graues Eichhörnchen so zack über den Weg und ich sage, oh, mein Lehrer. Dann schießt die rum, durchleuchtet mich, durchglüht mich mit ihren Augen und sagt, wie, Eichhörnchen ist dein Lehrer? Die können sehr burschikos sein, diese indianischen Medizinleute. Ich so, ja. Weißt du, was es bedeutet? Nein. Ich krieg Gänsehaut gerade. Dann scannt die mich nochmal und beschließt, aha, das ist ein Lehrer. Und sagt, wenn du nicht weißt, was es bedeutet, dann werde ich dir das Eichhörnchen-Teaching unseres Stammes schenken. Verschwindet, 4, 5 Stunden, kommt eng beschrieben, so mit 2 Pergamentrollen wieder und schenkt mir dieses Teaching. Und das hat mich dann sehr berührt, weil Eichhörnchen ist bei diesen Stämmen eine Herzmedizin. Nee. Es lebt im Herzen der Standing People, der Bäume. Mhm. Es ist verbindet Himmel und Erde. Es ist quicklebendig, rasant schnell und trotzdem kann es ganz ruhig sein. Also komplett innehalten. Und wenn man dann ins Auge des Eichhörnchens schaut, soll man sich aus der Sicht dieser Stämme mit Great Mystery, dem großen Geheimnis verbinden können.
und so weiter und so weiter. Und das begleitet mich dann seitdem. In den aberwitzigsten Formen. Zum Grunde ist es so, was man sagt als Krafttier. Es ist dein, das ist mein Krafttier. Eins meiner dein Geistführer, ja. Krafttierer, wie man es auch immer nennt. Ach, es ist eine schöne Geschichte. Aber vielleicht ist es auch einfach auch mal ein Tipp für die Zuschauer, dass man so mal einfach einen Tag in der Natur verbringt oder sagt, ich gehe mal wirklich raus oder verbringe mal eine Nacht im Wald und schau mal, was zu mir spricht. Wenn du den Dialog anfängst. Also innerlich den Dialog beginnen und sagen, bist du mein Lehrer oder meine Lehrerin? Ja, und nicht rumspinnen dabei. Hm. Das ist ja auch das Ding. Man also, erkennt das, ne? Was dann dich berührt. Ja, ich meine, es geht ja nicht darum, sich das einzubilden, sondern dieser Dialog mit Krafttieren, der ist ja in den indigenen Völkern trainiert. Also den gibt es ja schon seit Jahrhunderten. Und es muss wirklich kommen. Also bei mir war es ja so, da ist 3 Tage nichts gekommen. Wäre auch okay. Da muss ich mir ja nichts einbilden. Ja, da fliegen irgendwo 2 Adler, die sprechen aber nicht mit mir. Und wenn dann aber dieser Dialog zustande kommt, dann passieren eben auch Überraschungen. Also vor meinem allerersten Herzworkshop, allererster, ich war so nervös in München, gehe ich morgens zu diesem Yoga-Zentrum und da sagt, ist eine Teilnehmer schon da und sagt, Thomas, das ist ganz komisch, ich bin hier schon seit einer Stunde, weil mein Zug so früh gekommen ist, da ist ein Eichhörnchen 3-mal ums Zentrum gelaufen, dann ist er auf den Baum hoch, hat einen Zapfen geholt und hat ihn auf die Fußmatte gelegt. Und dann denke ich, na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, oder? Also da passieren so Sachen, die ich nicht kontrollieren kann. Es ist ein Eichhörnchen, was mir gezeigt hat, wie man stirbt. Wie es sich anfühlt, wenn der Geist aus seinem Körper geht. Also das sind so Sachen, die du nicht kontrollieren kannst, sondern die passieren oder nicht passieren. Und dann ist es natürlich spannend, ja. Aber ich glaube, einen Tag mal rauszugehen und dann mal so ein bisschen, man muss schon ein Commitment haben, wirklich etwas erfahren zu wollen. Sei es das Herz, sei es seine Seele in einer umfassenden Form, sei es Kontakt mit einem Krafttier. Das muss ja auch nicht jeder machen. Das ist vielleicht auch gar nichts für jeden, aber es ist eine Möglichkeit, mit der wir uns verbinden können. Ach, das ist immer so schön, dir zuzuhören. Und ja, also wir sehen uns ja eh auch bald wieder. Ne? Mhm. Du bist auf dem Welt im Wandelkongress 2020 auch dabei. Ja. Weißt du schon, was du davor hast? Weil ich weiß es ja schon. Du füllst eine ganze Halle, ne? Ja, wir möchten eine Großveranstaltung machen, ein Heart Summit. Und es soll hineingehen ins Herz der Herzen. Das Herz der Herzen ist ein Symbol für das wirklich innerste Heiligtum. Das, was absolut sacred ist. Und wir haben verschiedene Übungen vorbereitet, neue Meditation, Übungen auch, die man eben in Großveranstaltungen gut machen kann. Ich muss mal, ich habe hier was gemogelt. Und wir wollen mit so vielen Menschen wie möglich diese freudvolle, kraftvolle und neu ausrichtende Herzbewegung machen in einem Tagesformat. Direkt nach dem Welt im Wandelkongress an einem Sonntag im Mai. Also das heißt, alle, die da jetzt noch Lust haben mitzumachen, können sich sowieso bei uns die Infos von der Homepage holen, einfach reservieren, anmelden. Und ja, ich danke, dass du da warst. Gerne. Es war mir eine Freude wie immer. Und ja, liebe Zuschauer, sollten Sie heute noch ein Eichhörnchen sehen, vielleicht ist dann der Thomas Ihr Herzlehrer und Sie schauen einfach mal auf seiner Homepage vorbei oder kommen direkt zum Welt im Wandelkongress 2020. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Hat wieder viel Freude gemacht und ich muss sagen, dieser kleine Patzer mit dem Heil und Heil, ne? Vielleicht bleibt es ja im Gedächtnis, aber da hatten wir wieder was zum Lachen und ohne Humor wäre das Leben ein Irrtum. Also tschüss und bis bald.